Ja, herzlich willkommen heute zu unserer Let's Talk-Runde. Bevor wir direkt zu unseren heutigen Gästen gehen, noch wieder im Vorfeld ein paar kurze Worte zum Verein Chance Azubi. Und zwar, viele von euch kennen Chance Azubi von Ausbildungsmessen, eventuell bei euch in der Schule. Oder eben auch vielleicht die Website sogar. Chance Azubi ist im April 2011 gegründet worden, und zwar mit dem Ziel der Berufsorientierung in der Region Weser-Ems. Inzwischen gibt es über 300 Aussteller, also Unternehmen, die beteiligt sind an Chance Azubi, und an 12 Standorten im gesamten Weser-Ems-Gebiet fanden bisher die Ausbildungsmessen statt. Aus gegebenem Anlass haben wir uns ein anderes Format überlegt, und so treffen wir uns heute Abend zum Let's Talk. Chance Azubi habe ich ja gerade schon erwähnt, das gibt es auch als Website. Das heißt also, wenn ihr im Nachgang nochmal Ausbildungsbetriebe oder Berufe näher betrachten wollt, dann gerne hier einfach googeln das Ganze sozusagen, also Suchbegriff eingeben. Ihr könnt dann in eure Region wählen und auch einen Umkreis eingeben, den ihr ja, bereit seid zu fahren, oder also die Entfernung könnt ihr hier noch auswählen von eurem Ort. Und damit sind wir hier schon mal soweit durch. Dann würde ich ganz gerne nochmal zu den heutigen Gästen kommen. Und zwar haben wir heute hier eingeladen, den Ostfriesisch-Partenburgischen Ausbildungsverbund für die Logistikberufe. Und wir haben eine ganze Reihe von Gästen. Das seht ihr ja schon eingeblendet. Und zwar gehe ich mal von links nach rechts vor. Hier heute haben wir einmal Christopher Denkhahn, Traute Thesen. Ah, jetzt wird es auch nochmal eingebildet. Sehr schön. Claudia Ackermann und Nadine Weiland sind unsere heutigen Gäste. Herzlich willkommen hier bei uns heute im Let's Talk. Hallo, Ich guten würde dann Abend. einfach das Wort, hallo, ich würde dann einfach direkt übergeben. Und ja, freue mich, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben und Schülern, Eltern und vielleicht auch Lehrern ein bisschen was über Ihren Verbund und auch die Ausbildungsmöglichkeiten berichten wollen. Ja, vielen Dank. Von uns auch herzlich willkommen zum heutigen Let's Talk-Termin mit dem Ostfriesisch-Partenburger Ausbildungsverbund für Logistikberufe. Wir werden euch in den nächsten 30 bis 60 Minuten etwas näher von uns erzählen, uns zu unseren Ausbildungsberufen, zu unserem Verbund, was uns besonders macht. Und als kleine Einleitung wollten wir euch gerne einmal den Ausbildungsfilm von uns zeigen, damit ihr schon mal etwas von uns erfahrt. Den werden wir jetzt einmal einspielen und anschließend werden wir eine kleine Präsentation zeigen mit den Ausbildungsberufen. Viel Spaß. Thank you.
Ja, das war unser Imagefilm zur Einführung und wir starten jetzt mit unserer Präsentation, damit wir euch einmal unseren Verbund ein bisschen näher vorstellen können. Fangen wir mal von vorne an. Genau. Wir stellen uns einmal vor, wir nennen uns Opa. Das ist kein Großvater, sondern wir nennen uns Opa, weil wir der Ostfriesisch-Papenburger Ausbildungsverbund für Logistikberufe sind. Das ist einfach die Abkürzung, auch besser zu merken. Wir sind ein Zusammenschluss von 4 Speditionsunternehmen aus der Region. Es gibt uns seit 2012, also seit 8 Jahren. Wir werden auch unterstützt vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen. Und wir haben momentan um die 70 Auszubildende bei uns in der Ausbildung in allen Mitgliedsunternehmen und haben seit der Gründung, also seit den 8 Jahren, schon über 250 junge Menschen erfolgreich ausgebildet. Ja, wie schon erwähnt, es sind 4 Mitgliedsunternehmen, die zum Ausbildungsverbund dazugehören, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist einmal die Spedition Peter Jansen in Norden, einmal die Spedition Weetz in Emden, einmal die Firma Ackermann Transporte aus Mormeland und einmal die Bunte Spedition aus Papenburg. Wir sind von jeder Spedition einmal vertreten und würden uns jetzt gerne einmal kurz vorstellen, um so ein bisschen was von uns zu erzählen, was wir bisher im Betrieb gemacht haben, wie wir zum Unternehmen gekommen sind. Und dann würde ich einmal gerne an Christopher Drenkhand übergeben, der sich dann einmal kurz vorstellt. Ja, vielen Dank. Ich bin Christopher Drenkhand, ich bin 35 Jahre alt, habe in 2004 meine Ausbildung zum Speditionskaufmann abgeschlossen, habe dann noch Erfahrungen als Berufskraftfahrer gesammelt auf freiwilliger Basis und dann in 2015 noch meinen Verkehrsfachwirt gemacht. Bin jetzt seit 3 Jahren bei der Spedition Peter Jansen in Norden tätig. Wir machen da überwiegend Inseltransporte zu und von den Inseln und das schließt auch die Beschaffung teilweise direkt ab den Zentrallägern ein. Und betreue zusätzlich dann noch die Auszubildenden bei uns im Betrieb. Ich übergebe dann jetzt an Traute Thesen von der Spedition Weetz. Ja, mein Name ist Traute Thesen, ich bin 48 Jahre alt, bin seit 27 Jahren bei der Spedition Weetz tätig, bin dort im Finanz- und Personalwesen tätig und betreue seit 1999 die Auszubildenden. Seit 10 Jahren auch die Berufskraftfahrer und die Fachkraft für Lagerlogistik. Das ist auch mein Schwerpunkt. Wir machen hauptsächlich klassische Lkw-Transporte, haben aber auch Lagerhaltung, bieten dort verschiedene Möglichkeiten an, haben Zoll, eine eigene Zollabteilung, Containertransporte per Lkw, Bahn und Schiff, sind im Unternehmen ca. 500 Mitarbeiter. Davon sind wir ungefähr 27 Auszubildende. Und ich würde jetzt weitergeben an Claudia Ackermann von Ackermann Transporte. Hallo, mein Name ist Claudia Ackermann, ich bin 46 Jahre alt. Ich habe vor circa 30 Jahren den Beruf Speditionskauffrau erlernt und ich finde es heute noch, dass es ein sehr spannender Beruf ist. Heute bin ich in unserem Familienunternehmen der Ackermann Transporte GmbH als eine der 3 Geschäftsführer tätig. Wir transportieren ausschließlich Fahrzeuge und Wohnmobile und Reisemobile und haben ein großes Fahrzeuglager in Mormerland. In unserem Unternehmen betreue ich unter anderem die Ausbildung junger Menschen. Wir beschäftigen 100 Mitarbeiter und davon ca. 15 Auszubildende zurzeit. Und ich übergebe jetzt an Nadine Weiland von der Hermann-Bunte-Spedition. Ja, danke schön. Also mein Name ist Nadine Weiland, ich bin 31 Jahre alt und arbeite bei der Bunte Spedition. Die Bunte Spedition gehört zur Firmengruppe Hermann Bunte in Papenburg. Wir haben insgesamt über 100 Mitarbeiter, derzeit 17 Auszubildende, die wir ausbilden in den verschiedenen Ausbildungsberufen. Ich selbst bin seit 2007 im Unternehmen, habe meine Ausbildung im kaufmännischen Bereich dort absolviert, habe anschließend auch ein berufsbegleitendes Studium begonnen und abgeschlossen und bin seitdem im Unternehmen tätig und bin im Personalbereich und Ausbildungsbereich tätig, bin auch selber Ausbilderin für kaufmännische Ausbildungsberufe
Und unser Unternehmen, also die Bunte Spedition, ist ein Speditionsunternehmen im nationalen und internationalen Bereich. Wir fahren Komplett- und Teilladungspartien, aber auch offene und überbreite Transporte, haben derzeit 17 Sattelzugmaschinen, 5 Tankwagen, nur als kleine Ergänzung, und haben auch ein eigenes Umschlaglager mit ungefähr 3000 Quadratmeter Lagerfläche. Ja, wir haben derzeit bei der Spedition ungefähr 30 Mitarbeiter und davon 16 Berufskraftfahrer. Genau. Gut. Dann machen wir einmal mit der Präsentation weiter und stellen euch jetzt die Ausbildungsberufe vor, die wir im Ausbildungsverbund ausbilden. Das ist zum einen der Berufskraftfahrer, Fachkraft für Lagerlogistik und die Kaufleute für Spedition und Logistikleistungen, die wir bei uns im Ausbildungsverbund gemeinsam anbieten und ausbilden. Wir werden die Ausbildungsberufe einmal kurz vorstellen und auch inhaltlich, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was die Ausbildungsberufe beinhalten. Ja, die Ausbildung zum Berufskraftfahrer beträgt, die Ausbildung zum Berufskraftfahrer geht über 3 Jahre. Überwiegend ist man da natürlich mit der Beförderung der Güter beschäftigt, die nämlich von A nach B zu transportieren. Dazu gehört aber auch das Be- und Entladen, die Ladungssicherung und die ordentliche Ausstellung der Frachtpapiere. Die Ausbildung findet in der Praxis im Betrieb und halt auch in der Berufsschule statt. In dem Fall ist bei uns die Berufsschule in Emden. Und ja, meistens sind wir auch bestrebt, die Auszubildenden anschließend zu übernehmen in ein festes Arbeitsverhältnis. Ich stelle euch jetzt die Fachkraft für Lagerlogistik kurz vor. Die Ausbildung dauert auch 3 Jahre. In dieser Zeit erwirkt ihr den Staplerschein, damit ihr halt die Waren auch vernünftig ein- und auslagern könnt, weil mit der Hand ist es ja schwierig. Ihr seid dafür zuständig, die Waren zu prüfen anhand der Begleitpapiere, ob die Menge stimmt, ob die Ware beschädigt ist. Ihr lernt, die Ware ordnungsgemäß einzulagern. Ihr lernt, sie wieder auszulagern, Wareneingangsbuchungen zu machen, die Zusammenstellung von Waren, um die dann fertig zu machen zum Verpacken. Ja, das ist die Berufsschule ist in Emden. Und auch hier ist es so, dass das Bestreben ist, die Auszubildenden in den hier nach der Ausbildung zu übernehmen. Ja, Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen sind Organisationstalente. Sie organisieren Transporte von Waren auf mehreren Verkehrsträgern, zum Beispiel Lkw, Bahn, Schiff oder Flugzeug. Es müssen Sendungen für Kunden zusammengestellt werden. Touren werden geplant und die Auslastung der Fahrzeuge müssen optimiert werden, immer unter der Voraussetzung der gesetzlichen Vorschriften. Die Kommunikation mit Kunden und Fahrpersonal spielt eine sehr wichtige Rolle. Es werden Preise kalkuliert und Angebote an die Kunden erstellt. Die Ausbildungsdauer beträgt auch hier 3 Jahre. Die Berufsschule ist in Emden und es gibt nach der Ausbildung auch sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Gut. Dankeschön. Dann habt ihr jetzt einen kleinen Einblick zu unseren Ausbildungsberufen bekommen und ich würde euch jetzt gerne noch ein bisschen was dazu erzählen, was unseren Ausbildungsverbund so besonders macht. Während deiner Ausbildung oder eurer Ausbildung bei uns im Ausbildungsverbund werdet ihr auch an Azubi-Austauschen teilnehmen. Was bedeutet das? Ein Azubi-Austausch ist bei uns ein 2-wöchiger Austausch der Azubis in eines der anderen Unternehmen. Bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, während eurer Ausbildung beispielsweise zum Berufskraftfahrer oder zum Speditionskaufmann einfach mal auch ein anderes Unternehmen aus dem Ausbildungsverbund kennenzulernen, dort die unterschiedlichen Facetten und auch die unterschiedlichen Aufgaben kennenzulernen. Ihr könnt dadurch optimal auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Das heißt also, wenn ein Unternehmen beispielsweise einen bestimmten Bereich nicht anbieten kann, weil es aufgrund seines Schwerpunktes das Ganze einfach nicht anbietet, könnt ihr das in einem anderen Unternehmen von uns kennenlernen und somit auch die entsprechende Vorbereitung auf die Abschlussprüfung kennenlernen. Ihr habt die Möglichkeit, euch persönlich weiterzuentwickeln, weil ihr natürlich so auch Kontakte knüpfen könnt zu anderen Azubi aus den anderen Unternehmen, aus den anderen Verbundunternehmen, könnt euch austauschen, habt die Möglichkeit, auch einfach mal außerhalb des eigenen Ausbildungsunternehmens auch nochmal ein bisschen andere Luft zu schnuppern. Und das machen wir regelmäßig. Das ist
selbstverständlich auch ein Teil des Ausbildungsverbundes. Das gehört dazu. Und wir werden natürlich auch entsprechend auch Wünsche immer wahrnehmen. Das heißt also, wenn sich ein bestimmter Auszubildender ein Unternehmen wünscht, wo es gerne hintauschen möchte, dann nehmen wir das auch wahr und nehmen das auf, um das Ganze dann auch entsprechend für den Auszubildenden so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber es wird immer sehr gerne angenommen und hier an den Fotos sieht man auch ein paar Azubi-Austausche, die wir bereits stattfinden lassen haben. Das wird in jedem Ausbildungsberuf findet das statt und da kann auch mal der Berufskraftfahrer, der beispielsweise bei uns in der Bunte Spedition tätig ist, auch mal einen Autotransporter bei der Spedition Ackermann fahren. Das ist dann auch was ganz Besonderes und hat dann die Möglichkeit, einfach auch Erfahrung zu sammeln. Genau. Dann kommen wir zu dem Bereich Unterstützung. Wir unterstützen unsere Auszubildenden selbstverständlich auch während der gesamten Ausbildung. Das bedeutet, wir haben zum einen einen sehr guten Kontakt zu der Berufsschule, zu den Lehrkräften, die dort tätig sind, haben immer den optimalen Kontakt dazu, können dadurch auch beispielsweise bestimmte Defizite rausfinden, können mit den Azubis sprechen, haben den Kontakt, bieten auch internen Unterricht an. Das bedeutet, dass auch bei uns in den Verbundunternehmen regelmäßig Unterricht stattfindet, wo die Auszubildenden teilnehmen können und auch dort nochmal den Berufsschulunterricht aufarbeiten können und dort nochmal aktiv auch mit anderen Auszubildenden aus den anderen Lehrjahren auch nochmal ein bisschen üben können und die Möglichkeit haben, sich da nochmal ein bisschen Hilfe zu holen. Wir bieten Prüfungsvorbereitungskurse an, aktiv für die Abschluss- und die Zwischenprüfungen, die stattfinden. Wir bieten Weiterbildung an, beispielsweise unsere Auszubildenden erhalten die Möglichkeit, den Staplerschein zu erlangen. Wir bieten bestimmte Schulungen zu Lenk- und Ruhezeiten an, beispielsweise für unsere Berufskraftfahrer und für unsere kaufmännischen Auszubildenden bieten wir auch Telefontraining an. Ja, dann noch eine Besonderheit, wir bieten regelmäßig Quartalsgespräche, nennt man das bei uns an. Das heißt, wir sprechen pro Quartal jeweils mit unseren Auszubildenden. Das bedeutet, dass wir mindestens einmal im Quartal das Gespräch suchen, der Ausbilder mit dem Auszubildenden, um einfach ein Feedback zu bekommen, wie aktuell die Ausbildung läuft, was eventuell nicht so gut läuft, was gut läuft, dass wir einfach in Kontakt stehen mit dem Auszubildenden, dass der Ausbilder sich mit dem Auszubildenden austauschen kann, dass der Auszubildende auch einfach mal Wünsche äußern kann, die wir eventuell dann besprechen können und umsetzen können. Und das wird bei uns im Ausbildungsverbund dann auch stattfinden. Ja. Kommen wir jetzt zu einer schöneren Sache. Das sind die gemeinsamen Aktivitäten. Das ist immer das, worauf sich unsere Auszubildenden am meisten freuen. Wir organisieren gemeinsam im Ausbildungsverbund regelmäßig auch Aktivitäten außerhalb des Berufsalltages. Das bedeutet, wir gehen mit unseren Auszubildenden auch mal in den Kletterwald, gehen mal auf die Bowlingbahn oder beispielsweise mal Kart fahren. Und was wir auch, was aktuell leider ja nicht möglich ist, aber wir auch regelmäßig auf Messen, beispielsweise IAA-Nutzfahrzeuge, sieht man hier unten auch im Bild, mit unseren gesamten Auszubildenden. Das ist immer eine ganz große Fahrt und auch sehr interessant. Einfach mal, um auch das Bewusstsein des Teambuildings so ein bisschen zu stärken. Im Kletterwald beispielsweise muss man gemeinsam zusammenarbeiten oder auch auf der Kartbahn, um so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, damit sich auch die Auszubildenden aus den anderen Unternehmen auch mit den anderen Auszubildenden ein bisschen austauschen, damit der Zusammenhalt wächst und damit man auch ein bisschen Spaß zusammen hat. Die Ausbilder sind dann auch immer alle dabei, ist immer eine ganz tolle Sache. Abschließend meistens grillen wir oder gehen was essen, das ist immer ganz toll. Das kann leider im Moment alles nicht stattfinden aufgrund der aktuellen Situation, aber sobald es wieder zulässt, werden wir das Ganze auch wieder organisieren und das ist immer für alle immer ganz toll. Ja, dann machen wir einmal weiter in eigener Sache noch so ein bisschen. Wir haben dieses Jahr zu unserem Erfreuen den VA Award 2020 in der Kategorie Aus- und Weiterbildung gewonnen. Das bedeutet, die Verkehrsrundschau verleiht diese Auszeichnung Speditionsunternehmen, die sich in besonderer Form in der Kategorie Aus- und Weiterbildung hervorheben. Den haben wir dieses Jahr mit dem ersten Platz belegt. Das freut uns sehr. Und das kann man auch alles auf unserer Homepage nochmal nachlesen. Das war ganz interessant und eine gut schöne Erfahrung. Danach kam leider Corona, aber das war ganz toll. Genau. Ja, machen wir weiter mit unserer Präsenz. Wo könnt ihr uns finden, wenn ihr uns außerhalb dieses Let's Talk mal suchen möchtet? Wir haben eine eigene Homepage, www.ausbildung-logistik.de. Da findet ihr alles rund um unseren Ausbildungsverbund
um unsere Mitgliedsunternehmen und auch das Ausbilderteam wird da nochmal vorgestellt. Ihr könnt euch die Ausbildungsberufe nochmal ansehen. Wir haben auch ein ganz tolles Ausbildungsquiz. Dann könnt ihr mal erfahren, welcher Ausbildungsberuf besonders gut zu euch passt. Dann sind wir über Social Media aktiv. Bedeutet, wir haben eine eigene Facebook-Seite. Dort könnt ihr uns auch finden. Dort posten wir regelmäßig Aktuelles aus unserem Ausbildungsverbund. Ja, vielleicht habt ihr schon mal unsere Außenwerbung gesehen. Wir haben auf unseren Aufliegern hinten unsere Operwerbung platziert. Das heißt also, man kann es auch auf der Autobahn mal vielleicht mit dem privaten PKW finden. Da steht auch nochmal alles zur Ausbildung drauf. Ja, und wir sind natürlich auf den regionalen Chance-Azubi-Messen immer vertreten mit unserem OPA-Ausbildungsstand. Momentan ja leider nicht, aber normalerweise regelmäßig, ob das in Emden ist oder in Papenburg. Wir sind eigentlich immer dort präsent. Dort könnt ihr uns auch regelmäßig ansprechen und auch gerne. Dann können wir ins persönliche Gespräch kommen und ihr könnt uns einfach mal auch mal persönlich kennenlernen. Dann machen wir einmal weiter mit der Bewerbung. Wie könnt ihr auf uns zugehen, wenn ihr Interesse an einer Ausbildung bei uns habt im Ausbildungsverbund? Ihr könnt uns ganz einfach per E-Mail eure Bewerbung schicken unter info@ausbildung-logistik.de oder ihr geht einfach nochmal auf die Homepage, da steht auch alles Weitere und gerne könnt ihr uns auch über Facebook kontaktieren. Dort können wir euch auch immer gerne Tipps geben, wie ihr euch bei uns bewerben könnt. Genau. Dann sind wir soweit durch mit unserer kurzen Präsentation und ich würde erstmal wieder übergeben an Maike Richter. Hallo, das ist mein Stichwort. Ja, genau. Da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich noch so ein paar Fragen. Erstmal vielen Dank. Ich fand, das war schon sehr ausführlich. Ich habe schon wieder eine ganze Menge dazugelernt. Und zwar, meine erste Frage wäre, wenn ich jetzt als Schüler das für mich durchaus interessant finde, welchen Schulabschluss bräuchte ich denn? Also was wären so die Grundvoraussetzungen? Ja, also es hängt immer davon ab, welcher Ausbildungsberuf interessant ist für denjenigen. Beim Berufskraftfahrer ist es so, dass ein Hauptschulabschluss ausreicht. Bei Fachkraft für Lagerlogistik reicht auch ein Hauptschulabschluss. Beim Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, bei den Kaufleuten sollte schon ein Realschulabschluss vorhanden sein. Genau. Okay. Genau, wie ich mich bewerbe, habe ich erfahren. Jetzt nochmal wieder so eine ganz klassische Frage. Wenn jetzt in der Schule eine Bewerbung sozusagen zusammengestellt wird im Unterricht, ist das was ich auch abgeben darf, Papier, oder ist das tatsächlich alles lieber online erwünscht? Wie ist da der beste Weg? Also generell ist jede Form erwünscht, gerne auch per Post, also Papierform, kein Problem. Gerne aber auch als PDF-Datei über unsere Homepage oder über unsere E-Mail-Adresse. Genau. Okay. Jetzt haben Sie ja auch erzählt, gerade so für die Berufskraftfahrer, also ich weiß so aus meiner Erfahrung, so ein Führerschein, also auch schon der PKW-Führerschein ist ja sehr teuer. Wie verhält sich das da mit dem LKW-Führerschein? Also muss der Schüler da erstmal sparen oder wie funktioniert das? Christopher, wolltest du da was zu erzählen? Ja, also der Führerschein beim Berufskraftfahrer wird durch das Unternehmen bezahlt und ist ein Teil der Ausbildung. Ne, also das ist meistens der erste Teil. Ab 18 Jahren kann man das natürlich machen und dann kann auch direkt mit dem Führerschein, und der wird auch meistens relativ zu Beginn gemacht, mit der Fahrschulausbildung begonnen. Ah, okay. Bedeutet das jetzt also, wenn ich jetzt 15 bin und mich bewerbe, macht das wenig Sinn, weil die Ausbildung geht 3 Jahre und dann bin ich ja erst 18? Also ist das ein Problem? Grundsätzlich ist es, glaube ich, kein Problem, macht aber für die Ausbildung an sich, für den praktischen Teil, wenig Sinn. Also es macht schon Sinn ab 18 Jahren und mit Grundvoraussetzung Autoführerschein, wobei auch der teilweise dann schon mit eingeschlossen wird. Mhm. Aber es macht am meisten Sinn, schon ab 18 Jahren den ganzen oder die Ausbildung zum Berufskraftfahrer anzutreten, weil man dann halt auch tatsächlich relativ schnell in die Praxis kommt.
Genau, also generell wäre 17 Jahre auch noch in Ordnung. Genau, wäre 17 Jahre auch noch in Ordnung. Genau. Es ist einfach so, dass man aufgrund der Vorschriften einfach noch nicht so schnell mit dem Führerschein beginnen kann. Man kann schon vor 18 zwar anfangen, müsste dann aber eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Deswegen macht es immer viel Sinn, dass Sie schon mindestens 17 oder fast 18 sind, um die Ausbildung zum Berufskraftfahrer zu beginnen. Dann ist es für den Auszubildenden auch einfach ein bisschen schöner, weil er dann auch direkt dann mit seinem Führerschein beginnen kann. Und kann er direkt auch in die Fahrpraxis starten, weil ansonsten muss er sich sehr viel auch im Bereich Disposition und muss sehr viel noch Bereich Büro oder so sich ansehen, weil er einfach noch nicht mit dem Führerschein beginnen kann. Aber also 17 wäre so die optimale, wär so das optimale Alter, würde man sagen. Ja. Ah, okay. Ja. Genau. Aber das ist normalerweise aktuell so mit den Schulabschlüssen eigentlich auch ein gutes Alter. Die sind meistens schon 17, wenn sie sich bewerben. Und deswegen ist das meistens kein Problem für uns. Ja. Ah, okay, super. Das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Führerschein ist also quasi in die Arbeitszeit integriert. Ist das richtig? Genau, das gehört dazu. Das ist eine Voraussetzung für diesen Ausbildungsberuf zum Berufskraftfahrer. Da gehört einfach der Erwerb des Lkw-Führerscheins dazu. Wird vom Unternehmen dann auch vollumfänglich übernommen. Und auch im Rahmen der Ausbildungszeit wird dann auch der Führerschein quasi erworben, im Zusammensein mit dieser Fahrschule, die man dann besucht. Genau. Ah, okay. Alles genau. Klar. Und wenn man dann den Führerschein hat, kann man dann auch direkt loslegen. Das heißt also, man kann Fahrpraxis sammeln, zuerst mit einem erfahrenen Kraftfahrer zusammen. Man fährt erstmal mit, sammelt ein bisschen Erfahrung. Und je mehr Erfahrung man sammelt während seiner Ausbildung, kann man dann auch irgendwann eigenständig fahren und eigenständig das Fahrzeug führen. Genau. Ah, okay, ja. Alles klar. Auswahlverfahren, wie funktioniert das denn? Also ich habe jetzt als Schüler meine Bewerbung abgegeben. Ob jetzt online oder Papier ist ja dann erstmal nicht unbedingt relevant. Aber was passiert dann als nächstes? Genau, wir sichten die Bewerbung und es ist auch so, dass man sich, also als kurzer Einwand, damit das vom Verständnis her nachvollzogen werden kann, also die Auszubildenden bewerben sich für ein bestimmtes Unternehmen, in dem sie ihre Ausbildung gerne absolvieren möchten, beispielsweise bei der Firma Ackermann Transport im Morbaland. Dort wird dann der Ausbildungsvertrag dann geschlossen, aber die Ausbildung wird im Rahmen eines Ausbildungsverbundes dann quasi durchgeführt. Das heißt, dann ist in Kooperation mit unserem Verbund wird die Ausbildung dann durchgeführt, aber der Ausbildungsvertrag wird in einem bestimmten Unternehmen geschlossen. Nur damit man das noch einmal zum Verständnis hat. Mhm. Somit geht dann die Bewerbung in eines unserer Unternehmen ein. Wir sichten die Bewerbung, schauen uns an, ob Unterlagen fehlen, beispielsweise ob vielleicht noch ein Halbjahreszeugnis fehlt oder ob vielleicht noch eine Praktikumsbeurteilung nachgereicht werden sollte. Und dann vereinbaren wir Termine mit den Bewerbern und Vorstellungsgespräche. Und ja, wir haben keine Einstellungstests wie vielleicht andere Betriebe, sondern wir machen das alles über persönliche Gespräche oder vielleicht auch mal ein Praktikum oder ein Probearbeiten beispielsweise, wenn der Bewerber das gerne möchte. Und dann entfällen wir die Entscheidung. Ah, okay. Mhm. Wie ist das jetzt von der Frist her? Also, wenn jetzt jemand fürs nächste Jahr eine Ausbildung sucht, wann sollte er sich da bewerben? Gibt es da ein bestimmtes Zeitfenster? Wie läuft das ab? Ja, also ein gutes Zeitfenster wäre zu den Halbjahreszeugnissen jeweils. Gerne auch schon ein bisschen früher. Wir werden dann aber auf jeden Fall das Halbjahreszeugnis noch anfordern. Das ist immer so der richtige Zeitpunkt. Das wäre also Ende Januar. Dann sollte man sich auf jeden Fall dann bewerben. Genau. Weil dann fangen wir auch anschließend an mit dem Auswahlverfahren. Ah, okay, alles klar. Wie viele Plätze sind da in den einzelnen Bereichen im Moment dann fürs nächste Jahr offen? Können Sie das schon sagen? Ja, Traute, wolltest du da was zu sagen? Wie viele Auszubildende ihr so einstellt? Also bei uns im Unternehmen ist es so, für die Berufskraftfahrer sind wir bis zu 5 Berufskraftfahrer, Lager zwischen 3 und 5. Und bei den Speditionskaufleuten haben wir auch bis zu 5 Plätze immer zu vergeben. Mhm. Okay. Und das variiert in den einzelnen Betrieben. Wir beispielsweise stellen bis zu 3 Berufskraftfahrer ein, jährlich so ungefähr einen Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, eine Fachkraft für Lagerlogistik. Das variiert in den Unternehmen so ein bisschen, aber jedes Jahr stellen wir viele Plätze zur Verfügung und auch innerhalb des Unternehmens haben wir auch die Möglichkeit, dann auch mal den Kontakt zu den anderen Unternehmen zu suchen, wenn wir vielleicht mal Bewerber haben, die zwar interessant sind, aber wir vielleicht schon alle Plätze vergeben haben. Also da sind wir immer im regen Kontakt untereinander. Ah, super. Das heißt also, auch wenn es ein guter Bewerber ist und bei Ihnen ist vielleicht der Platz schon weg,
Das ist ja toll. Super. Ja, ja, gut, das ist natürlich auch der Vorteil eines solchen Verbundes, ne? Richtig, schön, genau. Okay. Genau, gibt es noch irgendwie bei den Bewerbungsunterlagen generell was zu beachten? Irgendwas, also wir haben gerade gehört, zum Beispiel, einige der Bewerber haben vielleicht schon einen Pkw-Führerschein. Muss ich da noch irgendwie einen Beleg beifügen? Es gibt irgendwas Besonderes zu beachten bei der Bewerbung noch? Ja, also generell, wenn wir mal generell die Bewerbung ansprechen, sollte sie auf jeden Fall vollständig sein. Das bedeutet, dass es ein Anschreiben dabei ist, dass ein Lebenslauf dabei ist, dass wir ungefähr sehen, was der Bewerber vorher gemacht hat, welche Schule er besucht hat, vielleicht auch aus welcher, wo er uns gefunden hat. Das ist immer für uns ganz interessant, also ob er uns auf der Internetplattform gefunden hat oder vielleicht über dieses Let's Talk. Das ist für uns ganz interessant, wo wir dann halt die Aufmerksamkeit erregt haben. Das würden wir immer gerne wissen. Das ist immer ganz nett, wenn wir das dann über das Anschreiben erfahren. Wichtig ist die aktuellen Zeugnisse. Das heißt also, das Schuljahreszeugnis, das aktuelle von der Oberschule beispielsweise oder von der Berufsfachschule, die man besucht hat, einfach aktuelle Zeugnisse beilegen. Wenn man vielleicht schon mal ein Praktikum absolviert hat in einem Bereich, dann sollte man vielleicht auch die Beurteilung dabei legen. Dann haben wir ein Gefühl dafür, wie er sich in dem Betrieb schon bewährt hat. Ja, ansonsten wäre das so eine vollständige Bewerbung, die wir gerne entgegennehmen. Genau. Okay. Jetzt so ein Thema, wo, glaube ich, auch viele Schüler sich nicht trauen zu fragen. Wie sieht das denn mit Ausbildungsvergütung aus? Gibt es da eine? Weil es gibt ja tatsächlich Berufe, da verdient man erstmal nichts. Und wenn man jetzt zum Beispiel wieder beim Berufskraftfahrer hört, da wird auch der Führerschein bezahlt, kriegt man denn dann tatsächlich noch eine Ausbildungsvergütung? Ja, auf jeden Fall. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, Claudia, wolltest du da gerne was zu sagen? Ja. Also im ersten Ausbildungsjahr, wir haben über alle Berufe die gleiche Vergütung. Und im ersten Ausbildungsjahr verdient man 830 Euro. Im zweiten 900 und im dritten 1000. Und bei den Berufskraftfahrern ist es dann später, wenn sie unterwegs sind, da bekommen sie noch einen Verpflegungsmehraufwand ausgezahlt für unterwegs, wenn sie halt sich verpflegen müssen. Spesen nennt man das, genau. Ja. Ah, ach so, okay. Also so ein bisschen Kostgeld, sowas in der Art. Ja. Sowas, ja. Genau, ja. Das gehört bei den Kraftfahrern dazu, ja. Ah, okay. Ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Das ist ja auch interessant. So, ja, dann nochmal so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Wie sieht das denn mit der Logistik aus? Also wenn ich jetzt eine Ausbildung bei Ihnen mache, ich habe schon gehört, dass Sie tatsächlich auch ausbilden, um die fertigen Auszubildenden nachher zu übernehmen. Aber generell so, wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, also die Logistikbranche ist eine Branche, die stetig wächst und die auch immer gefragt ist. Güter von A nach B bringen wird immer notwendig sein. Somit sind diese Ausbildungsberufe halt auch immer systemrelevant. Das heißt also, die werden immer gebraucht. Und ja, wir sind natürlich immer bestrebt, dass wir die Auszubildenden, die wir ausbilden, auch anschließend übernehmen können. Das heißt also, wenn die Ausbildung gut läuft, ist die Chance für die jungen Bewerber und für die jungen Auszubildenden sehr hoch, dass sie bei uns im Betrieb bleiben und dass sie bei uns ja, so ein bisschen vorankommen und wir sie auch ein bisschen weiterbilden können. Und das ist einfach die Logistikbranche ist eigentlich immer aktiv und ja, also Arbeitsplätze werden dort immer gesucht. Ja. Aber das ist ja für einen Schüler auch nochmal, oder vielleicht für den Schüler noch gar nicht, aber für die Eltern wichtig, dass die Kinder da auch, ja, genau. Genau. Keine brotlose Kunst, ne? Genau. Ja. Sie haben gerade noch angesprochen, es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Wie sieht da sowas aus? Also, wenn ich dann nach 3 Jahren fertig bin, welche Möglichkeiten habe ich denn in den verschiedenen Berufen? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das hängt immer vom Ausbildungsberuf ab, wie wir das schon gesagt haben. Also beim Berufskraftfahrer beispielsweise hat man die Möglichkeit, anschließend noch den Kraftverkehrsmeister zu machen. Das ist quasi ein Meisterweiterbildung, der Kraftverkehrsmeister. Das wäre im Bereich Berufskraftfahrer möglich. Oder beispielsweise im kaufmännischen Bereich, Kaufleiter für Spedition und Logistikdienstleistungen können sich auch weiterbilden, entweder über das Unternehmen, in dem sie bestimmte Schulungen besuchen oder über bestimmte IHK-Weiterbildungen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. Es wird auch häufig in Anspruch genommen bei uns in den Verbundunternehmen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob Traute, kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, welche Bereiche man sich noch weiterbilden kann? Bei den Fachkraft für Lagerlogistik kann man nachher dann noch die Fortbildung zum Lagermeister machen. Genau. Die gibt es dann auch nachher noch. Oder bei den Speditionskaufleuten oder Kaufmann für Spedition Logistikleistung, den Verkehrsfachwirt.
besteht denn auch die Möglichkeit? Und sonst sind es halt interne Weiterbildungsmöglichkeiten, um da voranzukommen. Ja, also sind die Möglichkeiten tatsächlich sehr vielfältig. Schön. Genau. Also die jungen Leute, die Interesse am Lernen haben, die sind da eigentlich ganz richtig in dem Beruf. Können sich weiterbilden. Ja, das ist doch super. Apropos Lernen, das ist auch noch ein schönes Stichwort. Berufsschulunterricht kann ja sehr unterschiedlich gestaltet sein. Wie ist das denn bei den von Ihnen angebotenen Berufen? Also ist das wöchentlicher Berufsschulunterricht? Findet das im Block statt? Wie sieht das da jeweils aus? Ja, also bei den Berufskraftfahrern gibt es Blockunterricht. Das heißt also nicht wöchentlicher Unterricht. Die Berufskraftfahrer gehen nicht einmal oder zweimal in die Woche in die Berufsschule, sondern das ist im Block. Das heißt immer über eine ganze Woche. Das macht man einfach, damit die Berufskraftfahrer, weil sie ja einfach, wenn sie den Führerschein haben, auch unterwegs sind, auf dem LKW, auf den Straßen, auch am Stück quasi eine Woche lang zur Berufsschule gehen können, sich darauf voll konzentrieren können und anschließend wieder in den Betrieb gehen und dort wieder direkt dann wieder auf ihren LKW und haben dann die Möglichkeit, sich so besser darauf zu konzentrieren, auf die Berufsschule. Das heißt also Blockunterricht bei den Berufskraftfahrern. Und bei den Fachkräften für Lagerlogistik und auch bei den Speditionskaufleuten ist es so, dass es wöchentlicher Berufsschulunterricht ist. Je nachdem, welches Ausbildungsjahr, ein- oder zweimal die Woche. Und die Berufsschule... Entschuldigung? Ja, die Berufsschule ist in Emden. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Ja. Genau, die Berufsschule ist in Emden für die Berufskraftfahrer und Speditionskaufleute. Fachkraft für Lagerlogistik wird beispielsweise auch in anderen Berufsschulen hier in der Region angeboten, bei uns auch hier in Papenburg beispielsweise. Aber Berufskraftfahrer und Speditionskaufleute werden ausschließlich in Emden beschult. Genau. Und wenn Sie jetzt so von Blockunterricht sprechen, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin irgendwie, weiß ich, ist das immer der gleiche Tonus? Also bin einen Monat irgendwie im Betrieb und dann bin ich, weiß ich, 14 Tage in der Berufsschule oder wie funktioniert das genau? Immer wöchentlich, also von montags bis montags ist immer der Berufsschulunterricht, genau. Alle 6 Wochen. Genau, alle 6 Wochen, richtig. Ah, okay, alle 6 Wochen genau. Ist das dann. Ah, okay. Ja. Ja. Okay. Ja, dann mit Blick so auf meine Fragen, glaube ich, sind wir soweit durch. Ja, super. Ich weiß nicht, gibt es noch was von Ihrer Seite? Ah, oh ja. Vielleicht wollen wir das auch noch mal kurz sagen. Also, wir sind vielleicht ganz interessant. So ein bisschen getrickst haben mit Ihrem Studio. Ja, wir sind eigentlich gar nicht im Studio. Na doch, aber wir sind in einem Studio, wir sind in 2 Studios. Aufgrund der aktuellen Situation sind wir so ein bisschen geteilt. Aber auf dem Bildschirm sieht es dann natürlich so aus, als wenn wir alle zusammen sind. Ne? Ja, also ich finde das schon sehr beeindruckend, was Technik so möglich macht. Toll. Ja, richtig. Super. Also ich bin auch ein bisschen neidisch, ich hier so mit meinem Büro-Background. Ich glaube, ich muss mir auch mal... Das nächste Mal laden wir Sie ein. Ja, klar. Also ich meine, das ist dann ja hoffentlich wieder möglich. Dann würde ich Sie gerne mal besuchen kommen. Ist ja toll. Finde ich klasse. Da kommen wir drauf zurück. Gerne. Ja, super. Ja, gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, das haben wir jetzt gerade noch irgendwie vergessen oder das ist zum Schluss nochmal wichtig zu sagen? Also ich glaube, zum Schluss kann man nur sagen, dass wir gerne die Zuschauer ermutigen wollen, wenn sie Interesse haben, sich bei uns zu bewerben. Man kann auch ganz... ganz simpel mit uns in Kontakt treten. Man muss nicht direkt eine Bewerbung schreiben. Man kann uns einfach mal eine kurze E-Mail schreiben oder vielleicht über Facebook uns mal ein bisschen kontaktieren, wenn es noch ein paar Fragen gibt oder wenn vielleicht noch irgendwas offen ist, was wir im Nachgang vielleicht noch klären sollten. Das ist auch alles kein Problem. Und ansonsten freuen wir uns über Bewerbungen fürs kommende Jahr. Zum 1.8.2020 bilden wir wieder aus. 2021 bilden wir wieder aus. Und wir freuen uns über viele Bewerbungen. Genau, also und ich habe mir gemerkt, am besten ab Januar mit dem Halbjahreszeugnis. Genau, gerne. Ja, super. Ja, wunderbar. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ich habe schöne Einblicke bekommen, also ich so mit dem Berufskraftfahrer und auch mit den Speditionsberufen. Und vor allen Dingen Ihr Studio, das ist wirklich klasse, toll. Ganz super. Ja. Ja, vielen Dank dass wir hier sein durften. Ja. Ja, Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, und auch an unsere Zuschauer, auch an unsere Zuschauer einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr uns wieder in euer Wohnzimmer eingeladen habt.
Kurz noch zu nächster Woche. Also wer Lust und Zeit hat, kann uns auch nächste Woche wieder bei sich zu Hause begrüßen. Und zwar dann haben wir zu Gast Karin Engelmann von der AOK, die ein wenig über das Unternehmen und auch über die Ausbildungsmöglichkeiten erzählen möchte. Und ja, damit alles Gute, noch eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns am kommenden Dienstag hier zur gleichen Zeit wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss.